Dreimal Triple 1. Yeah. Darum geht es aber nicht. Augenblicklich ist bei mir so ein bisschen die Luft raus, also muss ich mich wieder mit was Neuem motivieren. Habe das Zielen und Werfen mit schräger Visierlinie schon mal angesprochen, auf Stephen Bunting unter anderem verwiesen und auf den Dartsport in seinen frühen Tagen, wo noch ganz viele Spieler schräg versetzt geworfen haben. Ich habe in meinem Keller die Möglichkeit, auf eine dritte Scheibe extrem schräg versetzt zu werfen, vom vorhandenen Oki aus ca. 2,55 Meter Entfernung. Bereits aus früheren Videos bekannt, der imaginierte, anvisierte Zielkreis in der Luft, den ich immer anvisiere. Nun kommt noch der Wurf von schräg links dazu. Man erhält dadurch mehr räumlich-visuelle Informationen. Habe ich auch schon mal beschrieben. Eine neue Entdeckung kommt jetzt noch dazu, wichtig für Linksdominante mit rechtem Wurfarm. Der Arm bewegt sich dabei automatisch und ganz natürlich nach innen und damit am Ende der Wurfbewegung vor das linksdominante Auge. Ist das geil oder ist das geil? Das ist es eigentlich das, was man eigentlich nicht machen soll. Man soll ja den Arm möglichst vertikal halten. Aber in dem Fall kann man ganz natürlich werfen und trotzdem sehr gut zielen und auch gut das Ziel treffen. Über diese Möglichkeit von schräg links auf in das Auge, in das quasi in das linke Auge zu werfen, in die Ziellinie des linken Auges zu werfen und damit eben ganz natürlich zu zielen und zu treffen. Das funktioniert. Also ich bin eigentlich erstmal ganz zuversichtlich, dass sich da noch mehr herausfinden kann. Ich habe jetzt also das auch noch mal ein bisschen animiert. Jetzt kommt auch noch mal das Originalvideo. Davor habe ich das ja übereinander gelegt. Und ich denke, man kann das jetzt richtig gut sehen, wie ich da mit dem Arm quasi über das linke Auge dann quasi rübergehe. In das linke Auge rübergehe. Die Kamera halte ich ja quasi an meinem linken Auge. Und da kann man eigentlich ganz genau erkennen, wie ich jetzt am Schluss der Bewegung direkt ins Ziel werfe. Ja, bis dahin, tschüss.